Ihr hört Megafon 95, der Fortuna Podcast von Projekt Megafon. Ich muss mal sagen, jetzt ist es nicht die Herbstmeisterschaft, es ist nur Platz 3 und die Fortuna ist seit 6 Spielen ohne Sieg. Was ist los? Ja, aber das ist ja jetzt viel zu negativ gesehen. Nur Platz 3. Wenn wir vor der Saison gesagt hätten, wir sind nach 17 Spielen Dritter mit 31 Punkten, das hätte jeder unterschrieben. Wir haben die Punkte in der falschen Reihenfolge geholt. Wir haben am Anfang zu viel geholt und wir haben jetzt am Ende den einen oder anderen Punkt zu wenig geholt. Wenn man das aber zusammenzählt, haben wir 31 Punkte, wir sind Dritter, wir sind absolut im Rennen um die oberen Plätze und da werden wir auch bleiben. Wir schreiben Megafon 95, Folge 21 und der 17. Spieltag gegen den 1. FC aus Nürnberg liegt hinter uns. Direkt zu Beginn, spoiler ich, das Spiel gegen 0-2 verloren zu Hause am vergangenen Montag. Wir begrüßen euch, wir, das sind ich, der Mo at Wampendribbler auf Twitter und der Micha at Schwensky auf Twitter. Guten Tag. Links zu unseren Social Media findet ihr in den Shownotes oder in der Beschreibung, je nachdem, wo ihr unseren Podcast verfolgt. Uns würde interessieren, wo ihr unseren Podcast verfolgt. Schreibt uns das in die Kommentare. Genug von uns. Wir besprechen in dieser Folge natürlich das letzte Spiel. Gucken uns so ein bisschen das erste Rückrundenspiel an gegen Eintracht Braunschweig. Und besprechen natürlich so ein bisschen passend dazu, wie wir die aktuelle Situation von Fortuna finden. Ihr habt eingangs gehört, Friedhelm Funkel sagt, alles ist im Lot. Wir hätten uns vor der Saison natürlich gerne gewünscht, dass wir auf Platz 3 sind mit 31 Punkten. Dem pflichten wir bei. Wir finden trotzdem, dass alles momentan ein bisschen statisch wirkt. Aber später mehr dazu. Micha, einziger Ausfallmoment war eigentlich nur Michael Rensing. Ja, genau. Aber der wird ja wahrscheinlich in der Winterpause im Wintertrainingslager wieder fit sein. Und dann wird es sich das Torwartduell austragen, wer dann in der Rückrunde Torwart bleibt oder sein wird. Sollen wir da nochmal genau drauf eingehen oder ist es für dich, genauso wie für mich, schon eigentlich entschieden, wenn Rensing fit ist und der sagt, ich habe keine Schmerzen mehr in der Rippe, dann spielt er auch. Ich bin ja eigentlich mittlerweile ein Fan vom Wolf geworden, aber das liegt einfach nur daran, dass Wolf meiner Meinung nach besser Fußball spielen kann und möglicherweise ist Rensing ein paar Punkte besser auf der Linie, aber ja, also eigentlich kann es uns egal sein, wer im Tor steht. Das sind beide auf jeden Fall Top-Zweitliga-Torhüter. Ich tendiere leider auch zum Wolf. Ja, warum leider? Ich mag Michael Rensing eigentlich sehr, eigentlich schon immer. Nur halt, die letzten Spiele, wenn Fortuna wirklich weit vorrücken muss, das ist meistens leider erst in der Endphase passiert, wenn man sich denkt, oh fuck, wir müssen jetzt doch nochmal loslegen, um das Spiel irgendwie zu drehen. Dann steht er wirklich sehr weit vor dem Tor und kriegt schon mal den Pass zurück und darf dann so ein bisschen den Spielmacher mimen. Ja, kommen wir mal zur Aufstellung, zur Taktik. Eigentlich, wie seitdem unser Co-Trainer weg ist, heißt die Devise einmal 4-2-3-1, immer 4-2-3-1. Ich weiß, oft steht überall, dass die im 4-1-4-1 spielen, aber das ist dann auch leider nur so die halbe Wahrheit, oder Micha? Viele sagen auch, es ist ein 5-3-2, weil Zimmer oder Schmitz dann auf dem Flügel spielen, aber nicht. Das ist vielleicht vom Personal her anders, aber auf dem Feld spielen die dann doch mittlerweile wieder im klassischen 4-2-3-1. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war klassisch 4-4-2. Aber kommen wir mal zum Wechsel in der Startelf. Eigentlich vorhersehbar. Neuhaus kam für Schauerte und Schmitz kam für Bormuth. Ich habe die jetzt einfach mal random getauscht, weil die auf den Positionen sich dann doch verschoben haben. Micha, was hat das für das Spiel allgemein von Fortuna bedeutet, dass Neuhaus wieder dabei war? Fortuna war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, obwohl das Spiel eigentlich ausgeglichen war. Man hatte einfach klarere, bessere Chancen. Ich kann mich daran erinnern, dass Rahman da die Großchance vergibt, wo Hennings den Ball dann so richtig galant in den 16er chippt und Rahman dann mit der Innenseite versucht, irgendwie den Keeper zu umspielen. Ja, das war eigentlich eine richtig starke Aktion von Rahman und Hennings. Ja, Rahman spielt Hennings an. Hennings hat noch die Geduld, den Ball anzunehmen, wartet dann noch eine Sekunde, bis Rahman wirklich durchgestartet ist und gerade nicht im Abseits steht, aber ja, meiner Meinung nach hätte Rahman den Ball einfach mit Vollspann nehmen müssen, aber in der Schnelle der Zeit hat er sich halt falsch entschieden und dann leider den Torwart angeschossen. Jetzt erleben wir in der Folge der zweiten Halbzeit so ein bisschen was so ein bisschen komisch ist, weil eigentlich müsste eine Mannschaft
bei einem 0-0 aus der Kabine kommen und brennen. Klar, Fortuna war zwar besser, aber auch nicht zwingend, um deine Worte aus der Vorbesprechung zu nehmen. Was erklärst du dir, passiert in der Kabine? Wir haben beide Fußball gespielt und wir wissen beide auch manchmal, was für komisches Zeug da die Trainer in der Halbzeitpause rauslassen. Aber was kann Friedhelm Funkel denen gesagt haben, dass es in der zweiten Halbzeit so viel schlechter war? Wie kann das passieren? Oder war einfach das Halbzeitcoaching von dem Nürnberger Trainer einfach so viel besser, dass die so viel brisanter, mit so viel mehr Schwung und auch mit dem größeren Willen aus der Kabine kamen? Ja, ich denke mal, dass Funkel der Mannschaft sowas gesagt hat wie, eigentlich spielen wir ganz gut und wenn wir so weitermachen, dann gewinnen wir. Und der Trainer von Nürnberg hat Nürnberg einfach irgendwie heiß gemacht, weil die kamen komplett ausgewechselt aus der Pause und haben dann in der zweiten Halbzeit dann aufgedreht. Da gab es halt viele Chancen, darunter auch einen Pfostentreffer von dem Stürmer, wo der gerade noch so an Außenpfosten geht und rausspringt. Aber der Treffer deutete sich an. FCN halt, wie gesagt, mit vielen Chancen und dann, ja, 67. Minute war es dann soweit. Der Ball kommt nach einem langen Pass, glaube ich, oder nach einer Ecke irgendwie zu Werner. Und der nimmt den mit per Dropkick und knallt ihn irgendwie in die Maschen, Micha. Ja, das war erst eine Ecke, die, glaube ich, eigentlich gar keine war. Dann wird der Ball eigentlich von Fink geklärt. Und dann kommt der Ball aus dem Halbfeld wieder rein. Hennings verliert das Kopfballduell. Und dann steht Werner wirklich komplett frei, 6-7 Meter vom Tor, und schießt das Ding per Dropkick einfach rein. Jetzt stelle ich mir die Frage, so Tore können immer passieren. Aber wir haben hier im letzten Spieltag auch schon, ja, nach einer Ecke ein Tor kassiert, praktisch aus dem Nichts. Ist das trainertaktisch? Ist das die Mannschaft? Was geht da in denen vor? Das sind halt genauso Dinge, die Fortuna halt am Anfang der Saison, da hat Fortuna halt so Tore geschossen und jetzt kassieren die halt so Gegentore. Ja, ein Tor nach dem Standard kann eigentlich immer passieren, nur irgendwie passiert es bei Fortuna in letzter Zeit viel zu oft. Ja, vielleicht müsste man da wirklich mal eine andere Ordnung hinten reinbringen oder sowas bei Standards. Oder einfach mal wieder ein paar Standards, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv trainieren. Wechsel halt dann wie folgt, Osami für Schmitz, Nielsen für Fink. So ein bisschen, Funkels Standardwechsel, das Spiel eigentlich bis zur 80. Minute von Nürnberg bestimmt. Ja, langer Freistoß, und dann circa 10 Meter vor dem Tor, ja, netzt dann der Nürnberger gegen Wolfs Laufrichtung zum 2-0 ein. Also das war auch wieder grausam verteidigt. Fortunas Spiel wird dann auch nicht offensiver, aber Fortuna spielt aggressiver. Man versucht, den Ball nach vorne zu tragen, und so das letzte Mittel war dann der Wechsel in der 85. Minute, wo Funkel dann Kujovic für Neuhaus brachte. Und in der 87. Minute war es dann soweit. Da hat Fortuna mal, sagt man, Glück gehabt. Man sagt ja, der Fußball gleicht alles aus. War zwar eine krasse Fehlentscheidung, der Strafschuss für Fortuna. Valentini trifft den Ball. In der Wiederholung sieht man, dass der Schiedsrichter hätte eigentlich besser sehen müssen. Valentini kommt so von hinten, spitzelt den Ball weg und trifft danach dann halt Ramon. Kujovic vergab dann eine Minute später auch den Strafstoß, also eigentlich alles gerecht, er hebt den so halb hoch, halb mittig, nicht ganz hart geschossen auf die linke Torwartseite, und klar, das ist für einen Torwart ein dankbarer Ball. Ich war ja früher Torwart und ich muss sagen, das sind eigentlich genau die Elfmeter, die ein Torwart haben will, weil dann brauchst du dir nur die richtige Ecke aussuchen und hast das Ding gehalten. Und eigentlich muss der Elfmeterschütze muss halt den Elfmeter so schießen, dass selbst wenn der Torwart in der richtigen Ecke ist, der Ball trotzdem reingeht. Jetzt ist das Spiel vorbei, danach ist nicht mehr wirklich viel passiert. Nürnberg hat einfach die zweite Halbzeit gut runtergespielt. Ich glaube, was Besseres gibt's da nicht zu sagen. Ja, kommen wir zum Fazit. Fortuna bäumte sich zwar ab der 80. nochmal auf, aber verliert dann das Spiel irgendwie verdient in der zweiten Halbzeit, weil die letzten 10 Minuten irgendwie versuchen, ist nicht. Ja, Fortuna wirkte halt ideenlos, besonders in der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit war ja noch ganz gut. Und in der zweiten Hälfte geben die dann das Spiel halt aus der Hand und verlieren meiner Meinung nach dann auch verdient. Wenn wir mal zum, es war nicht sein Tagpreis kommen, habe ich Kujovic draufgepackt. Weil er spielte 5 Minuten und hat einen Elfmeter verschossen und es war irgendwie ein typisches Kujovic-Spiel. Der hat irgendwie nicht viel gemacht. Man könnte auch irgendwie Magic mal spielen lassen. Ich weiß nicht, ob das was bringen sollte. Auf jeden Fall hätte der Junge mal eine Einwechslung verdient. Weil irgendwie Kujovic auch die letzten Spiele halt immer recht unglücklich war. Ich weiß, er hat zwischendrin immer mal so eine Aktion, wo er einen Kopfball gut vorlegt oder mal den Ball abschirmt, aber das ist mir eigentlich dafür, dass wir einen Spieler haben, der uns weiterbringen soll, ein bisschen zu wenig. Micha, du hast Hennings den, es war nicht sein Tag preisgegeben. Dabei hat er doch diesen geilen Pass auf Rahman gespielt.
er hat zwar diesen geilen Pass gespielt auf Rahman, aber er kriegt von mir den, es war nicht sein Tagpreis, einfach weil er bei beiden Gegentoren jeweils das Kopfballduell verloren hat. Und natürlich kann man sagen, als Stürmer in der Defensive kann das schon mal passieren, aber trotzdem, es war halt, auch wenn es jetzt unglücklich war, dass es ihn getroffen hat, aber er hat zweimal das Kopfballduell verloren, danach ist zweimal ein Tor gefallen. Wahrscheinlich eher Pech, aber trotzdem finde ich, er hat den, es war nicht sein Tagpreis, ja, aufgrund der verlorenen Kopfballduelle verdient. Und ja, was du noch zu Kojovic gesagt hast, hab ja auch erst überlegt, ihm den es war nicht sein Tagpreis zu geben, aber fand dann so, ja, er hat halt nur 5 Minuten gespielt und ja, der Elfmeter fand ich halt. Er ist halt so ein bisschen mein Schauerte, ne? Du hast letzten Wochen zwischendurch mal Schauerte, den es war nicht den Tagpreis gegeben. Wahrscheinlich ist es einfach nur stellvertretend für eine nicht konsequente, nicht ehrgeizige und manchmal halt körpersprachlose Mannschaft gewesen. Weil zwischendurch wirken die halt wirklich ideenlos, ratlos und körperlich nicht präsent. Ja, aber zum Beispiel du sagst, es ist dein Schauerte, aber ich hack zwar oft auf Schauerte rum, aber ich weiß trotzdem, dass er eigentlich ein guter Verteidiger ist und nur Probleme in der Offensivbewegung hat. Und bei Kujovic denke ich mir jedes Mal, er kann halt außer Kopfballduelle gewinnen nicht wirklich was. Oder vielleicht kann er es, aber er hat noch nicht das Glück gehabt oder er hat es noch nicht gezeigt. Ich habe so ein paar ältere, ja, für Fortuna noch nicht. Die müssen ihn ja auf irgendeiner Grundlage verpflichtet haben. Die haben ja nicht gesagt so, oh, die haben mir gerade eine SMS geschrieben, Kujovic zu haben. Ja komm, kauf ich mal. Sondern die werden ihn ja auch gescoutet haben und die werden erkannt haben, sodass... Wir haben ja hier das Highlight-Video von Kujovic geguckt, dieser überragenden Elektromusik aus den 90ern, wo ich erstmal den Ton gemutet habe, dass er durchaus ein Inbox-Player ist, so ähnlich wie Mario Gomez, hast du, glaube ich, vor ein paar Wochen mal erwähnt in einem Podcast, dieser Inbox-Player, und der muss doch in dieser Box eingesetzt. Aber irgendwie lungert der bei Fortuna überall rum, nur nicht in der Box. Ja, ich habe das Gefühl, er wurde wahrscheinlich geholt, weil er einfach ein kopfballstarker Spieler ist. Und wenn Fortuna mit Flanken spielt, dann passt er eigentlich genau ins System. Aber irgendwie passt er halt, oder irgendwie harmoniert er noch nicht so mit den anderen Spielern. Und ja, ich weiß nicht, es ist vielleicht auch einfach nur unglücklich und ein bisschen ungerecht, dass wir immer wieder auf ihm rumhacken. Aber er hat halt bei Fortuna noch nicht das gezeigt, was er angeblich können soll. Und deswegen denke ich mir jedes Mal, man hat einen Magic in der zweiten, warum lässt man ihn nicht mal spielen? Weil ich denke mir, schlechter als Kujovic wird er das auch nicht machen. Hören wir mal jetzt ein bisschen darauf rumzuhacken, kommen wir direkt mal zu Man of the Match, aber davor, wir werden auch noch nach dem nächsten Spieltag auch noch so eine Weihnachtsfolge mehr oder weniger aufnehmen, wo wir so ein bisschen uns ins Gericht nehmen und mal gucken, wie unsere Aussagen, die wir vor der Saison getätigt haben, mit denen, die jetzt sind, übereinstimmen. Wenn man so möchte, lassen wir mal die Hinrunde Revue passieren. Micha, kommen wir mal zum Man of the Match. Wir haben da beide den gleichen gewählt und auch die gleiche Meinung. Hau mal raus, warum Rahman unser Man of the Match ist. Ja, weil Rahman halt eigentlich wie so oft der Spieler war, der vorne für Unruhe gesorgt hat. Er hat einerseits hat er die eine wirklich große Torschance gehabt, auch wenn er sie leider vergeben hat. Er hat auch gute Flanken geschlagen und hat gute Tempo-Dribblings nach vorne gemacht, gute Laufwege gehabt. Das Einzige, was man ihm halt ankreiden kann, ist, dass er das Tor nicht gemacht hat. Aber alleine, dass er da die Situation hatte, das Tor zu schießen, das hätte, glaube ich, kein anderer Fortuna-Spieler hingekriegt, da so schnell durchzustarten. Micha, jetzt haben wir am 15.12. das letzte Spiel sozusagen für dieses Kalenderjahr gegen Eintracht Braunschweig. Was verbindet uns mit diesem Verein? Ja, 2009, das 5-5, ne, war irgendwie ein super Spiel, es ging da sehr hitzig zu, ne, es gab 4 Elfmeter und 2 wurden gehalten. Meinst du, wir werden demnächst auch so ein Spiel erleben? Nee, ich glaube nicht. Ja, das Spiel damals war noch in der dritten Liga und war halt auch eigentlich ziemlich spannend und ich habe eigentlich gedacht, nachdem wir das Spiel damals nicht gewonnen haben, dass wir den Aufstieg verspielt hatten. Aber hatten dann Glück, dass dann die Mannschaften, die vor uns waren, die nächsten Spiele auch noch scheiße gespielt haben. Und dann hat es doch noch geklappt mit dem Aufstieg in die zweite Liga. Eintracht Braunschweig ist eigentlich in die Saison gestartet, von vielen für als Aufstiegsfavorit oder zumindest als Mitaufstiegskämpfer, sage ich mal, gehandelt worden, sind mittlerweile, ja, sind jetzt Elfter und Durchschnitt im Mittelfeld. Da kann man eigentlich auch nur unentschieden erwarten, aber was soll ich tippen? Ich hoffe natürlich auf den Sieg, aber ja, ich denke im Moment ist das irgendwie nicht realistisch. Ich könnte jetzt wieder raushauen, ich habe letzten Wochen immer gesagt, die müssen ein Zeichen setzen,
Die müssen mal wieder Gas geben, aber irgendwie hoffe ich, dass dein 0-0-Tipp da am realistischsten ist. Ich würde behaupten, das liegt aber, glaube ich, auch an der Art, wie Fortuna in den letzten Spielen spielt. Beim Anfang der Saison hat Fortuna noch gespielt von wegen, wir wollen gewinnen. Und mittlerweile spielt Fortuna nur noch, ja, wir wollen nicht verlieren. Deswegen denke ich mal, das wird ein ziemlich langweiliges 0-0. Wir haben im Moment eine sehr, sehr schwache Offensive, woran auch immer das liegt. Ich habe keine Ahnung. Kommen wir zu Themen außerhalb des Spiels. Ich glaube, Friedhelm Funkel, der hört unseren Podcast, weil ich glaube, du hast letzte oder vorletzte Woche genau das gesagt, was ihr eingangs in seinem Statement gehört habt, dass wenn man dass man eigentlich die Siege in den Siegen und Niederlagen in der falschen Reihenfolge sich geholt hat. Micha, jetzt war es dir ein Anliegen, nochmal die Wechsel vom Spiel anzusprechen. Friedhelm Funkel macht halt so seine Standardwechsel. Usami kommt halt immer in der 70. Minute rein für einen der beiden Flügelspieler. Und Nielsen kommt dann meist gegen die 75. Minute rein für Fink. Und wenn man hinten liegt, dann kommt halt noch Kujovic kurz vor Schluss. Und wenn man vorne liegt, kommt dann noch ein defensiver Spieler kurz vor Schluss. Und das ist halt berechenbar für den Gegner. Und irgendwie stört mich das, dass man da nicht mal was Neues macht oder mal was riskiert, sondern einfach nur so dieses, ja, das habe ich immer so gemacht und deswegen mache ich das weiterhin so. Weil es halt, klar, es hat auch mal funktioniert, aber trotzdem ist es viel zu berechenbar für den Gegner und der ganze Trainerstab von Fortuna erzählt, wie breit der Kader ist und trotzdem spielen gefühlt die ganze Zeit nur so dieselben 14 Spieler, sage ich mal. Können wir darauf gerne uns ein Vermerk machen und darauf mal eingehen, wenn wir so ein bisschen den Kader, aber auch die Leistungen der Hinrunde, sage ich mal, besprechen. Denn dort fällt natürlich auf, dass der Kader recht breit ist eigentlich. Aber bis auf die drei genannten Spieler wie Usami, Nielsen und Kujovic halt nicht wirklich die anderen eine Rolle spielen, die man da zur Verfügung hat. Sagtest du, wir sind natürlich damit auch viel zu berechenbar für die Gegner. Jetzt könnten wir natürlich noch besprechen, ob es daran liegt, dass Fortunas Kreativlosigkeit mit dem Kader halt daran liegt, dass unser Co-Trainer mittlerweile beim FC Bayern München seinen alten Freund Jupp aushilft. Ja, ich habe das Gefühl, daran liegt's, aber eigentlich dürfte es daran ja nicht liegen. Es sei denn, dass wirklich der Peter Hermann dem Friedhelm Funkel mehr in die Aufstellung geredet hat oder in die Taktik geredet hat, als es eigentlich normalerweise ist bei einem Co-Trainer. Aber ich glaube, Peter Hermann ist da auch jemand, der da ganz besonders ist. Sonst würde der FC Bayern nicht circa 1 Million zahlen, nur um einen Co-Trainer für eine Saison zu haben. Wahrscheinlich liegt es nicht nur an Peter Hermann, aber er war anscheinend auch beteiligt daran, dass Fortuna am Anfang der Saison auch taktisch anders gespielt hat als mittlerweile. Ja, ich habe die Hoffnung, dass es nicht an ihm liegt und es, wenn man die Winterpause gut nutzt, dann wieder kreativ aus der Winterpause kommt und dann wieder durchstartet wie am Anfang der Saison. Es wäre ja auch so ein bisschen ein Armutszeugnis für Friedhelm Funkel, wenn dieser Aufschwung Anfang der Saison, diese Spritzigkeit, diese Torgefährlichkeit, diese knallharte Abschluss nicht sein Verdienst ist. Ja, aber zum Beispiel habe ich ja auch vor der Saison gesagt, dass ich eigentlich nicht denke, dass Friedhelm Funkel ein Trainer ist, mit dem man aufsteigen kann. Und er hat mir dann das Gegenteil bewiesen und mittlerweile... Er ist halt eigentlich oft genug aufgestiegen. Ja, aber er ist auch aufgestiegen vor 10 Jahren. Also da hat man noch einen anderen Fußball gespielt. Ich hoffe, er kann mich Lügen strafen, indem er, beziehungsweise indem Fortuna dann in der Rückrunde besser zurückkommt. Aber das Gefühl habe ich leider nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns würde natürlich auch brennend interessieren, was ihr über Friedhelm Funkel denkt. Schreibt uns gerne auf Twitter, schreibt uns gerne auf Facebook, haut es in die Kommentare bei YouTube. Wir freuen uns auf euer Feedback und mit euch natürlich darüber zu diskutieren. Wie gesagt, Social Media findet ihr in den Shownotes. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal.